Hallo und guten Abend, mein Name ist Jasmin Tabatabai und ich freue mich wahnsinnig, euch heute einen meiner absoluten Lieblingsfilme vorstellen zu dürfen, nämlich Singing in the Rain. Da, 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 da. Gut, es ist so, für mich ist Singing in the Rain, also für mich ist ja sowieso Musik und Film die absolut göttliche, wichtigste Kombination, die es gibt. Ne? Und Singing in the Rain ist, was Musikfilme betrifft, der Olymp. Das ist der perfekte Film. Der ist in allen Belangen super. Er ist schnell, er ist witzig, er ist unglaublich toll gesungen. Also die Musik ist wahnsinnig toll. Die Tanzszenen sind so spektakulär, dass man sich heute so das überhaupt nicht vorstellen kann, wie Leute sowas live drehen, ohne Computereffekte und so. Und er hat so einen wunderbaren Humor. Es sind so viele Szenen drin. Ich hoffe, wir sehen den Film auf Englisch, also weil zum Beispiel diese Szene von dieser schlechten Schauspielerin, die dann versucht, den englischen Akzent nachzumachen, ich will nicht zu viel verraten, es ist einfach so lustig und einfach sehr, sehr mein Humor. Ich habe den Film entdeckt in einem Museum, und zwar in London. Da war ich 14, 15, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub und lief so durch dieses Museum und dann lief dieser Film da. Der wurde dort gezeigt als Beispiel für, weiß ich nicht, Filmkunst. Ja. Und ich war so fasziniert, dass ich einfach stehen geblieben bin und den Rest des Museumaufenthalts diesen Film angeschaut habe. Und seitdem habe ich den Film ganz, ganz oft gesehen und ich liebe diesen Film einfach. Alleine die Grundidee, dass Hollywood der 50er Jahre eine Hommage macht an das Hollywood der Stummfilmzeit, ist schon brillant genug und es gibt so viel zu sehen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, viel Spaß mit meinem Lieblingsfilm Singing in the Rain.